So, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Oh, fertig geforscht. Das ging ja schnell. Das da. Also, wir können jetzt aus 10 Öl und 5 Wasser. Oh, es gibt eine neue Art von Ölverarbeitung, okay. Das heißt, es wird kaum noch Schweröl hergestellt. Und wir können aus Schweröl theoretisch Leichtöl machen. Und aus Leichtöl können wir Gas machen. Das ist sehr gut. Logistikroboter können 2 Sachen tragen. Das wird richtig abgehen. Und ganz schnelle Fließbänder. Wir brauchen keine Fließbänder. Wir haben Killerroboter. Du, Research. Das wird eine Weile dauern, aber das passt schon. So, ihr lagert das ein. Die Roboter kommen nicht hinterher. Kann ich irgendwie beschränken, wie viel eingelagert wird? Nee, anscheinend nicht. Ugh. Okay, ich hätte gerne ein paar Storage Chests. Da. Oh, warte. Mach doch einfach direkt daneben eine Storage Chest und guck mal, was passiert. Theoretisch müssten sie jetzt auf die ankommen, das Ding nehmen und gleich da reinlegen, oder? Also es dauert eine Weile, bis die Roboter updaten. Wollen die Storage Chest da nicht benutzen. Ich leg mal von Hand ein paar da rein. Vielleicht brauchen die einen angebrochenen Stack oder so. So. Wieder 10 Sekunden warten. Ja, jetzt füllen sie das Ding. Aber nicht so schnell, wie sie könnten. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass hier sich ein kleiner Knubbel bildet. Oder so eine Schlange, wie da eben gerade, die immer nur hin und her tickert. Ah, sehr komisch. Na gut, ihr macht das schon. Das einzige Problem, was ich jetzt daran sehe, ist, dass sie die ganze Zeit Zahnräder einsortieren, nicht hinterherkommen. Und die ganzen anderen Berufe quasi nicht abgedeckt werden. Das wäre nicht gut. Ja, wir hätten gerne aus... Ich hätte gerne Inventar voll Zahnräder. Wir könnten es aber beschränken, indem wir weniger herstellen. Ich klaue mal hier ein paar Ärmchen. So, jetzt haben wir nur noch eine Maschine, die Zahnräder herstellt. Das heißt, die Roboter müssten jetzt sehr gut hinterherkommen mit dem Abtransportieren. Mal gucken. Ich fülle erstmal alle Kisten, die Zahnräder brauchen. Was wärst du? Du bist schon voll. Was wärst du? Und schon bin ich fertig. Achso, ich hätte gerne 100 noch im Inventar, falls mal irgendwas ist. So. Jo. Nö. Nö, das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Du bist jetzt keine Provider-Chest mehr. Das müllt mir das Inventar, also das Logistik-Inventar viel zu sehr zu. Das Logistik-Inventar soll echt nur für die wichtigen Sachen sein. Außer wir haben 10-mal so viele Roboter, dann können wir das gerne später so machen. Aber jetzt erstmal nicht. So. Gucken wir mal, ob jetzt immer noch so viele hier auf Abruf sind. 13 Roboter haben nichts zu tun. Werfen wir nochmal 2 rein. 17 Roboter haben nichts zu tun. Ja. Ja gut. Nicht ablenken lassen von den ganzen Robotern und so weiter. Grüne Tränke sehen sehr gut aus. Blaue Tränke. Das ist kein Eisen. Ich hätte gerne durchgehend 100 Steine im Inventar. Die restlichen Steine schmeiße ich in das... Was? Schmeiße ich hier rein. So. Was will ich hier unten? Eisenplatten. Haben wir irgendwo noch einen Abnehmer für Eisenplatten? Ja, hier. Voll. Okay. Die Eisenplatten kommen zu
den Chips und so weiter. Hier. Du hast nämlich keine Eisenplatten mehr. Gib mir. So, Eisenplatten werden produziert. 48 Logistikroboter. Kein bisschen beängstigend oder so. Nein, es waren vor kurzem noch 20. Und 48 da haben nichts zu tun. Und da haben noch mal ein paar nichts zu tun. Hammer, hammer. Sehr schön. Skynet bleibt aus. Hier brauchen wir auch noch Eisenplatten. Wir haben Logistik für Eisenplatten. Komm, Eisenplatten. Wenn das schon mit Zahnrädern über nicht klappt, dann wird es auch hier nicht klappen mit denen. Nee. Das ist noch eine Sache, die ich von Hand machen werde. Ich werde hier schön die Sachen rausnehmen. Bisschen was von Hand so einfach aufheben. So. Und dann das hier reinschmeißen, wo es gebraucht wird. Chips hatten. Rote Chips brauchen Plastik. Hier fehlen Zahnräder. Also wäre das einer Problem. Jetzt hätte ich niemals anfangen sollen mit einer Einstellung. Bitte 10 Zahnräder hier rein. Genau. Blaue trägt sie das Problem. Ärmchen. Blaue Ärmchen. Hier. Bekommst mehr Eisen. Sehr gut. Wobei mir gerade eine Sache aufgefallen ist. Das Hin- und Herlaufen muss ich zwar immer noch machen bei manchen Sachen. Aber ich könnte die Sache einfach direkt in eine Logistikkiste schmeißen. Da. Also nicht die Kiste jetzt in eine Logistikkiste machen. Nee, das wäre wieder das gleiche Problem wie vorher auch, dass wir dann zu viele Roboter haben, die gleichzeitig arbeiten. Aber wenn ich manuell was ins System schmeißen will, dann brauche ich ja nur eine Kiste, tu das Zeug da rein und schon sind die 150 im System. Und können dann genommen werden, wenn sie gebraucht werden. Da kommen sie alle. Jo, okay. Haben wir jetzt noch arbeitslose Roboter? Das wäre es eigentlich, so eine kleine Zahl von eidelnden Robotern. Das gibt es bei vielen anderen Spielen auch, so à la Warcraft. Also nicht World of Warcraft, sondern halt Taktik, Strategie, Warcraft. Und andere Strategiespiele, dass dann immer steht, wie viele Arbeiter gerade nichts zu tun haben. Genau das hätte ich jetzt gerne für die Roboter. So, Chips werden hergestellt. Plastik. Okay, genau. Ich wollte ja eigentlich hier oben anfangen mit Raffinerien und so. Dann werde ich immer wieder von den Robotern abgelenkt, aber die sind auch cool. Das klappt richtig gut. So, hier. Wir hätten gerne 4 Raffinerien. Oil Refinery. Ja, Muster. Strom. So. So ging das. Wird aber ein Gewusel und ich wollte kein Gewusel. Na doch, wir können es so machen, dass wir es mit extrem viel Abstand machen. So. Das ist denn kein Problem. Wir haben hier die ganze Fläche zur Verfügung. Das heißt, wir gehen ein leer. Noch eine Refinery. Andere Seite genauso. Ein Set leer. Eine Refinery. So. Die Dinger werden befüllt mit Öl. Und zwar von hier. Was? Achso, von hier. Kriegen da ihr Öl. Wo sind die Rohre? Da. Öl. Und weiter nach da. Unterirdisches Rohr. Komm weg. Und hey, unterirdisches Rohr. Bis da. Tak. So, 2.
das gleiche hier nochmal. Ein oder zwei so da. Kommst raus. Da. Kriegst hier dein Öl. Gehst ein geradeaus über ein reguläres Rohr. Gehst da lang. Gehst so lang wie du kannst. Bis hier. So. Jetzt wären die vier theoretisch angeschlossen. Theoretisch. Praktisch haben wir halt kein Öl hier oben drin. Wir könnten aber. Hier staut sich nämlich das Öl. Ich zwack mal hier das Öl ab. Tu das da und da rein. Ja, füllt sich alles instant. Sehr schön. Und die arbeiten nicht, weil sie noch keinen Befehl bekommen haben. Okay, die brauchen nämlich alle noch Wasser. Das ist ein dezentes Problem, was ich vollkommen verdrängt habe. Ich habe hier nämlich keine Wasserquelle. Das heißt, wir werden hier in der Mitte von ganz unten Wasser rankarren müssen. Und das Wasser wird wahrscheinlich wieder nicht reichen. Also Rohre, ne? Da müssen sie echt noch irgendwie dran arbeiten. Das heißt, ich brauche jetzt mindestens zwei Pumpen, damit die zwei Raffinerien jeweils genug Wasser durchgehend bekommen, denke ich. Und hier müssen eigentlich Geschütztürme hin. Das heißt, ich mache hier lieber die Pumpen. Ich brauche noch... Probieren wir es mit zwei Pumpen. Ist okay. Und ich brauche tierisch viele Rohre. Rohre, da, wir haben kein Eisen. So. Pumpe, Pumpe. Die dürfen sich nicht kreuzen. Es müssen jetzt zwei komplett separate Rohre sein, die ganz bis nach oben laufen. Und zwar hier lang. Aber erstmal gucke ich, ob meine Rohrfabrik noch Rohre abgeschmissen hat, die ich noch nicht eingesammelt habe. Das sieht da unten nämlich gut aus. Hier. Yo, das sind viele. Daraus machst du bitte, nachdem wir Eisenplatten eingesammelt haben, unterirdische Rohre. Eisenplatten, so. Unterirdische Rohre. Was ist das da? Eine kleine Pumpe. Was macht eine kleine Pumpe? Pumping Speed 0,5. Was für ein Pumping Speed hat die andere? Gar nichts. Hä? Ich bin verwirrt. Also bauen wir es mal und gucken, was das Ding macht. Hoch, hoch, hoch. Weg mit dir. Small Pump. Und die ist wirklich klein. Können wir nicht auf Wasser bauen. Electricity. Braucht sie auch noch. Okay, Baum weg. Bäume weg. Okay. Kein Strom. Neuer Strom. So. Und hier nehmen wir die alten. So, was machst du jetzt? Machst du Wasser? Nö. Kleine Pumpe. Da. Nein. Das ist ein sehr komisches Ding. Also da ist ein Anschluss für ein Rohr. Vielleicht hilft das irgendwie beim Absaugen von Flüssigkeiten? Also ist gar nicht für Wasser gedacht. Na gut, da muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Jetzt hätte ich aber ganz gerne hier die Rohre. Also du gehst bitte von hier. Darunter. Bis da. Bis da. Bis da. Ne, nicht hier. Wir müssen weiter hoch. Also du gehst erstmal hier. Und dann gehen wir auf die Höhe von dem da. Gut. Du machst bitte hier einen Knick. Und gehst jetzt unterirdisch. So.
Achso, hier sind wir schon. Dann kannst du hier jetzt das weg. Da den Knick. Darum. Wo geht's hoch? Da geht's hoch. Warum? Da geht's runter. Da geht's raus. Da geht's runter. Da kommt's weg. Da kommt's raus. Was? Ich mach's jetzt mal falsch. So, du. Okay. Also hier ist jetzt Wasserrohr Nummer 1. Jetzt brauchen wir Wasserrohr Nummer 2.